Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Teambuilding für die GPL. Und ja, wir spielen an diesem Spieltag gegen niemand anderen als Kusha und damit ist es ein Duell, theoretisch, Erster gegen Zweiter. Denn wir stehen aktuell, also zum aktuellen Zeitpunkt, wo der Kampf ausgetragen wurde, und das ist schon eine wichtige Formulierung, dazu kommen wir gleich nochmal, standen wir auf Platz 1, während Kusha und Downy auf Platz 2 stehen bzw. standen. Und ihr hört schon, ich rede etwas merkwürdig, was daran liegt, dass ich dieses Teambuilding nach dem Kampf aufnehme. Müsst ihr euch trotzdem keine Sorgen machen, dass ich irgendwie was durchsickern lasse oder spoilere oder sowas. Ich muss das hin und wieder machen, weil ihr wisst, wie lange die Teambuildings sind und manchmal passt das halt nicht mehr vor dem Kampf, dass ich da mich noch anderthalb Stunden hinsetze, auch wenn ich versuchen möchte, dass das heute natürlich ein bisschen kürzer wird, weil eigentlich möchte ich so Richtung, ich finde eine Stunde ist gut, aber eigentlich muss es nicht mehr sein als eine Stunde und von daher werden wir uns heute mal ein bisschen, ja, versuchen ein bisschen kompakter unterwegs zu sein, okay? Mal sehen, wie gut das dann letztlich klappen wird. Auf jeden Fall, zum Zeitpunkt des Kampfes, der, wie gesagt, jetzt schon ausgetragen wurde, standen wir auf Platz 1, Downy und Kusha auf Platz 2. Das Ding ist aber, dass natürlich klar war, der Gewinner von Blocky gegen Downy wird der neue Erste sein, weil wir eben punktgleich waren. Und der Verlierer wird wahrscheinlich sogar auf Platz 3 absacken, weil Belly und Bene natürlich auch noch die Möglichkeit haben, 3 Punkte zu holen. Und ja, wie das Ganze gelaufen ist, würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal an, indem wir in die Tabelle jumpen. Danach gucken wir uns natürlich noch an, wie sieht die Killliste aus. Wer spielt denn am heutigen Spieltag gegeneinander oder beziehungsweise am morgigen Spieltag gegeneinander. Und dann gehen wir natürlich auf den Kader von Kusha ein, wobei ich das heute sehr stark reduzieren werde. Wie genau, das erfahrt ihr dann. Wir gehen erstmal rein in die Tabelle. Und in der Tabelle sehen wir, dass Downy und Kusha, ja, leider Gottes auf Platz 1 stehen. Blocky hat nicht das allerbeste Spiel gegen Downy gemacht, was aber ein bisschen härter klingt, als es letztlich ist. Denn, was ich weder im Kampf mitbekommen habe, noch so danach, nachdem Blocky mir das auch erzählt hat, so richtig gecheckt habe, ist, wie unfassbar knapp das Ding war. Also Downy hat hier zwar mit einem 3-0 gewonnen und es sah stellenweise auch nach einem höheren Sieg aus, aber wenn Blocky an der einen entscheidenden Stelle Surfer drückt statt Mystoschwert gegen Meistergriff, dann droppt Meistergriff und dann hat Keldeo plötzlich ein insane gutes Matchup, noch sehr viele KP und es war zusätzlich auch noch schneller als Libado. Also das hätte dann sehr, sehr gut ausgehen können für Blocky und hätte dann sogar ein hoher Sieg für ihn werden können. Zumindest ein sehr wahrscheinlicher Sieg, damit rechne ich. Von daher kann man da, glaube ich, kein Auge machen. Vor allem, weil ich diesen Mystoschwert-Play auch überlegt habe, beziehungsweise in der Reaction gecallt habe, dass das jetzt wahrscheinlich der Play wäre. Unglücklicherweise kam halt nicht Milotic rein, sondern Meistergriff ist drin geblieben. Deswegen ein bisschen schwierig und im Nachhinein macht das Ganze natürlich auch irgendwo Sinn, weil ja natürlich ist Milotic ein super guter Switch-In in Keldeo, macht dann in Return aber nicht so wirklich viel. Und dann muss Downy halt sein Milotic super hart anschippen lassen, um dann mit einer Flip-Turn rauszugehen und irgendwas reinzukriegen, was Keldeo pressured. Und Libalo war halt nicht mal schneller, nicht mal safe schneller, auch wenn Downy das wahrscheinlich dann drauf angelegt hätte und Blocky wahrscheinlich auch erstmal sicherheitshalber rausgezogen hätte. Ja, ne, glaube ich, dass Surfer immer der Play war. Weil wenn Milotic kommt, dann kommt halt Milotic, dann drückst du halt dann Mystoschwert und dann kommt die Flip-Turn und du verlierst halt eigentlich nicht sonderlich viel. Deswegen, ja, das tut ein bisschen weh, dass dieser Play gezogen wurde, aber wie gesagt, gar kein Auge auf Blocky. Ich hätte es, glaube ich, genauso gemacht. Zumindest in der Reaction habe ich es genauso gecallt. Ja, auf Platz 2 jetzt natürlich Belly und Bene, weil Belly hat hier ein sehr gutes Spiel hingelegt, beziehungsweise, glaube ich, ein sehr deutliches Spiel hingelegt und holt sich damit den zweiten Platz. Wir sind jetzt ein klein wenig abgeschlagen, stehen in der Pflicht, gegen Kusha 3 Punkte zu holen, um zumindest Downy und Kusha dann wieder einholen zu können. Belly und Bene, da sind wir natürlich erst einmal machtlos, aber es gibt ja auch noch eine Rückrunde notfalls dann, ne? Ja, auf Platz 4, Belex und Denzel, Prezen und Razor mittlerweile auf Platz 5, auch crazy, wie die sich nach und nach immer weiter nach oben arbeiten. Barry und Mindtube sind auf Platz 6, Pock und Maxi auch, glaube ich, erstmals nicht auf dem 8. Platz, nun Platz 7 und Mo und Ele leider abgerutscht auf den letzten Platz, was zumindest Mo's Leistungen, finde ich, nicht so ganz widerspiegelt, aber auch Ele hat da noch sehr, sehr viel Potenzial, was das Doubles angehen wird.
Ja, damit gehen wir in die Killliste und ich sag mal so, die Killliste ist auf der einen Seite sehr enttäuschend für uns, auf der anderen Seite aber auch irgendwie sehr witzig für uns. Denn wenn wir erstmal sehen, da reingucken, dann sehen wir in den Top 10 ist keines unserer Pokémon mit dabei. Staloborb auf Platz 1, Lieberloh und Meistergriff von den Scherzkeksen auf Platz 2 und 3. Nidoqueen auch noch sehr weit oben, weil das an dem einen Spieltag einfach 7 Kills gemacht hat, weil Giftspitzen fucking broken sind gegen Mindship und Barry. Das ist crazy. Und so weiter und so fort. Aber wenn wir ein bisschen weiter nach unten gucken, dann sehen wir auf Platz 12 Tandrak mit 7 Kills, Keldeo mit 7 Kills, Gortrom mit 7 Kills, Heatran mit 7 Kills und Kurelei mit 6 Kills. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwer kommt, aber die sind quasi alle, nee, das war's glaube ich, die sind dann quasi alle auf einem Fleck. Und das ist irgendwie witzig, aber auch natürlich schade, weil wir erstmal 6 Kills weg sind mit all diesen Pokémon von Platz 1 Staloborb. Das heißt, Killliste sieht momentan nicht so aus, als würde das irgendwie relevant für uns werden. Interessiert uns, glaube ich, in dieser Season auch etwas weniger. Wir wollen natürlich wieder auf den ersten Platz irgendwie kommen, wenn es denn möglich ist. Und damit gehen wir dann rüber zum Spielplan und gucken uns einfach mal an, wie denn der 5. Spieltag zu Ende geht heute im Doubles. Und zwar haben wir Denzel gegen Timo mit dem Eröffnungsmatch morgen. Ne, das wird auf jeden Fall spannend. Ich denke, Denzel ist da schon weit vorne, aber Denzel ist auf jeden Fall momentan auch ein wenig am Struggeln. Timo wiederum auf einem kleinen Hoch wird, glaube ich, ein sehr spannendes Kämpfchen werden. Wir spielen, wie gesagt, gegen Kusha. Da reden wir natürlich gleich drüber über den Kader. Es wird auf jeden Fall ein hartes Match, weil Kusha ist bis vor kurzem ungeschlagen gewesen, hat dann jetzt beim letzten Mal eine Niederlage einstecken müssen gegen Pock, interessanterweise. War ein sehr stark, also, was heißt, war ein sehr starkes Spiel? War eine sehr starke Prep, fand ich, von Pock. Und dann war es ein sehr weirdes Spiel mit weirden Plays. Aber ja, Pock und Mindjump treffen aufeinander. Gerade weil Pock auch dabei ist, immer besser zu werden, finde ich das auf jeden Fall ganz geilo. Und Mindjump muss natürlich sein Problem mit den Giftspitzen irgendwie in den Griff bekommen. Denn Pock hat ja zumindest einen Smogmog. Wenn er das nicht wieder im letzten Turn reinschickt, um dann Giftspitzen zu legen, sehe ich da auf jeden Fall auch Chancen. Und das letzte Spiel ist dann Bene gegen Ele. Also quasi zweitplatzierter, punktgleich mit dem ersten, gegen den letztplatzierten. Das sieht erstmal nach einer eindeutigen Sache aus. Und im Singles war es das auch. Mal sehen, wie es im Doubles sein wird. Ja, und damit kommen wir zum Kader. Und das Erste, was bei diesem Kader auffällt, ist, könnte man ja jetzt meinen, der ist relativ langsam. Das ist aber eher das Zweite, was mir aufgefallen ist. Das Erste, was ich natürlich direkt überprüft habe, ist, kann irgendwer Rapidschutz, ne? Und das Schöne ist, nein, niemand in diesem Team kann Rapidschutz. Und das ist ziemlich geil, okay? Das mal vorweg. Zweiter Punkt natürlich, das Team ist jetzt nicht so super schnell. Lieberloh ist das schnellste Pokémon und unser X-Bud ist schneller. Und ja, wenn Lieberloh sich dafür entscheiden sollte, hartes Wesen zu spielen, wie das Downy ja beispielsweise gegen Blocky gemacht hat, dann können da sogar Raikou und Keldeo drüber kommen. Das ist eigentlich sehr, sehr cool. Das heißt, wir zwingen Lieberloh quasi so ein bisschen auf seinen Damage zu verzichten. Das ist ganz nice. Raikou und Keldeo und Kurelei sind dann aber allesamt schneller als das zweitschnellste Pokémon, Togedemaru. Piondragi nimmt sich da nicht sonderlich viel und dann geht es so ein bisschen ineinander über. Dann sind die Speedwerte relativ even. Aber auf jeden Fall haben wir insgesamt ein schnelleres Team und denke ich auch die bessere Speed Control in Form von X-Bud beispielsweise. Ne, oder auch einem Icy Wind von Keldeo und so. Da haben wir auf jeden Fall Optionen. Rückenwind Kugelei, logischerweise auch eine Option. Das ist auf jeden Fall so ein Ding. Ja, gehen wir Pokémon für Pokémon kurz durch. Und ich werde euch jetzt so ein bisschen die nischigen Doubles Moves nennen, weil ihr die ja, offensichtlichen Angriffe von den einzelnen Mons vermutlich kennt. Also wir müssen jetzt nicht erwähnen, dass Lieberloh Feuerball hat und irgendwie einen Low-Kick und sowas in der Richtung, ne? Das wisst ihr alles, aber ich glaube gerade, was so diese nischigen Moves angeht, worauf wir so ein bisschen achten müssen, das ist, glaube ich, schon doch noch interessant, auch jetzt an Spieltag Nummer 5. So, Lieberloh hat auf jeden Fall einmal Seitentausch zur Verfügung, kann seine Partner auch mit Coaching dann wieder boosten, was sehr nervig sein kann. Ein Verhöhner ist auf jeden Fall ein Ding. Low Sweep ist, glaube ich, der Fuß Tritt, der den Speed um eine Stufe senkt von einem bestimmten Pokémon. Das kann mal sehr nützlich sein, weil Speed Control ist der Schlüssel häufig zum Sieg. Dann haben wir den Tiefschlag als Prio natürlich ebenfalls einen schnellen Superzahn, der ja auch bei X-Bud zuletzt immer mehr gefallen, woran ich immer mehr Gefallen gefunden habe. Dann gibt es noch die Offenlegung, womit er quasi ein protectendes Ziel angreifen kann und das Schutzschild wirkt dann nicht mehr.
Ne, kann auch nützlich sein. Muss man natürlich immer gucken, ob die Moves drauf passen. Und ja, theoretisch hat Libalo auch noch eine Standpauke zur Verfügung. Nächstes Pokémon. Ich weiß nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Irgendwie ist sie sehr, sehr angeschlagen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Nächstes Pokémon ist Togedemaru, was ja auch wieder einen gesunden Speed hat. Und deswegen kann da sowas wie Zugabe ganz nice sein. Dick und fett markiert habe ich mir natürlich den Mogelhieb. Der ist offensichtlich, ist auch der einzige Mogelhieb im Team. Das ist einer der Gründe, warum ich auf jeden Fall auch glaube, dass Togedemaru mitkommen wird. Libalo übrigens auch, allein weil es das schnellste Mon ist und ein gutes Matchup hat. Gehe ich sehr stark davon aus. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch den Wangenrubbler zur Verfügung, der halt ein bisschen Schaden macht und zu 100% paralysiert. Also in vielerlei Hinsicht besser ist als eine Donnerwelle. Donnerwelle kann missen und ja, der Wangenrubbler macht außerdem nochmal ein bisschen Damage, was gegen Fokusgürte ganz gut sein kann, um die schon mal wegzuhaben. Deswegen Wangenrubbler auf jeden Fall eine Option, die gegen uns mitkommen kann. Dann kann der natürlich offensichtlich Schutzschild, der kann aber auch die Schutzstacheln, die quasi dasselbe machen, außer dass wenn du dieses Schild angreifst, auch nochmal ein bisschen Schaden bekommst. Deswegen wird, glaube ich, das immer eher gespielt. Auch hier befindet sich ein Superzahn drauf, auch hier gibt es theoretisch die Donnerwelle, aber wie gesagt, sehe ich da dann eher Wangenrubbler mitkommen. Es gibt auch die Galanterie-Möglichkeit, also dass man wieder sagen kann, du Broody, du bist mein Partner, du greifst direkt nach mir an. Gerade mit einem Walschall oder sowas könnte das zu einem überraschenden Effekt führen. Dann gibt es die Mystowellen, die ja wieder den Spezialangriff um 2 Stufen senken von dem Gegner. Es gibt das Elektronetz, was einen großen Nachteil gegenüber dem Wangenrubbler hat, denn es droppt halt nur um 1 Stufe runter und kann, glaube ich, auch missen zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und natürlich kann man so mit Speeddrops arbeiten in Form von einem Morbitest oder sowas, dass man da Unwirksamkeit triggert. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit, aber dafür hast du natürlich den guten Vorteil, dass du um 2 Stufen das Ganze pusht. Nicht auf 2 Stufen, dass du 2 Mons gleichzeitig triffst und beide Mons direkt einen Speed Low bekommen. Das ist, glaube ich, auch immer sehr nützlich. Deswegen könnte beides mitkommen. Es könnte Wangenrubbler mitkommen, es könnte Elektronetz mitkommen, es könnten auch beide Moves gleichzeitig mitkommen. Wenn Kusha da nicht unbedingt viele andere Moves braucht, kann ich mir vorstellen. Ja, so ein bisschen eine Möglichkeit sind noch Schleuder, ne, ihr kennt es, oder Spaßkanone, was, glaube ich, Angriff und Verteidigung senkt vom gegnerischen Ziel. Ja, weiß ich nicht, sehe ich eher weniger, aber ne, wollte ich nur nochmal der Vollständigkeit halber aufzählen. Ja, dann kommen wir zu Piondragi und der ist sehr, sehr nervig, vor allem wegen einem Move, den ich mir dick markiert habe und das sind die Giftspitzen. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, warum es so ist, aber gefühlt sehen Giftspitzen auch gegen uns gar nicht so schlecht aus oder sie werden zumindest häufig mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob sie häufig mitgenommen wurden, es kommt mir irgendwie nur so vor. Ich weiß, Pock hat die mitgenommen. Und ob die noch irgendwer mitgenommen hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber mir kommt es irgendwie so vor. Ja, und ich kann mir auch irgendwie wieder hier vorstellen, dass Piondragi gar nicht so ein schlechtes Matchup hat, weil der gegen viele Pokémon auf jeden Fall mindestens einen Hit nimmt und eine sehr gute Coverage hat, um alles Mögliche zu treffen. Ne? Also beispielsweise mit einem Erdbeben halt Heatran, mit der Giftattacke halt Gortrom und so weiter und so fort. Ne? Hat halt super gute Coverage, kann auf jeden Fall mitkommen, offensiv, defensiv, supporten, wie auch immer. Denn hat noch einige nützliche Support-Moves, sowas wie Verhöhner beispielsweise, kann nerven. Die Schleuder könnte mitkommen, Silberblick, Grimasse, um den Speed zu senken um 2 Stufen, Kreideschrei, um die Verteidigung um 2 Stufen zu senken oder natürlich auch nochmal die Standpauke. Das wären so Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich die Dampfwalze schon erwähnt habe, wäre auf jeden Fall auch nochmal eine Form von Speed Control, gerade wenn da so ein, ja, Demeteros zum Beispiel daneben steht oder so, was von der Dampfwalze nicht betroffen wird. Oder Kagoron auch logischerweise, wäre das auch eine Speed Control Option, die Piondragi hier bieten könnte. Deswegen, den habe ich immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. In den Testmatches habe ich natürlich wieder einige gemacht, war der aber nie mit dabei. Deswegen mal schauen. Ausschließen würde ich den aber auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich kann generell nur. Kann ich. Ja, ein Pokémon kann ich, glaube ich, wirklich nur ausschließen. Beim Rest könnte ich mir vorstellen, dass es mitkommt. Ich sag mal so 1 bis 2. Ja, ein Pokémon, wo ich sage, es ist 50-50, ob es mitkommt, weil es auf der einen Seite ganz geil sein kann, aber nicht geil sein muss, weil andere 6 Pokémon cooler wirken könnten, ist Demeteros T. Ja, was muss man da bei dem beachten, neben den ganzen anderen Moves? Der wird wahrscheinlich eher speziell mitkommen als physisch. Physisch kann er mitkommen, aber ich finde den im Singles physisch insgesamt besser. Ja, und im Doubles ist es, glaube ich, nach wie vor die spezielle Variante. Aber trotzdem müssen wir auf dem Schirm haben sowas wie Explosion, sowas wie, wow, Brutal Swing. Was war Brutal Swing nochmal? War Brutal Swing, war das die, ich muss nochmal kurz googeln. Okay, ja, Brutal Swing ist das, was ich dachte, was es ist.
nur klang der Move irgendwie zu episch auf Englisch für mich, als dass ich das jetzt gerade noch auf dem Schirm hatte. Und zwar der Wirbler. Der Wirbler ist dafür halt ganz cool, falls du irgendwie mal das in Kombination mit einem Schwächenschutz Zytomega spielen möchtest. Ob das so der Play ist, weiß ich nicht, aber Optionen wollte ich auf jeden Fall aufzählen. Auch hier gibt es eine Dampfwalze, auch hier gibt es Schleuder. Fliegen, wie gesagt, müssen wir auf dem Schirm haben, gerade in Kombination mit dem Energiekraut kann das ein Ding sein, was gegen uns gut aussieht mit Keldeo und Gortrom, die dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr hart erwischt werden. Aber spezielles Set würde das auch so ein bisschen erledigen. Dann gibt es den Begrenzer, der potenziell mitkommen kann, ne? Also wenn man den spielt, dann kann quasi der Gegner nicht mehr die Moves einsetzen, die du in deinem Set hast. Also wenn Demetros Schutzschild hat und Begrenzer einsetzt, können wir kein Schutzschild mehr einsetzen, ne? Deswegen spielt man zum Beispiel auf vielen Pokémon, die Scanner beherrschen, auch Scanner, weil Scanner macht dasselbe wie Schutzschild, ist aber faktisch nicht derselbe Move und wird dann dementsprechend nicht vom Begrenzer betroffen, wird sehr, sehr häufig in die Kommentare geschrieben. Ja, Grimasse dann nochmal als Option für die Speed Control oder wenn man es ein bisschen offensiver haben möchte, Felsgrab, was dann natürlich nur um eine Stufe senkt, aber ja, kann man machen. Dann kommen wir zu Porygon Z und Porygon Z ist so das erste Pokémon, was ich so ein wenig ausklammern würde, weil ich glaube, dass Kusha den im Doubles irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm hat und ich würde behaupten, zu Unrecht. Ich weiß nicht, ob der jemals bei Kusha mitkam, ich glaube nicht, aber ich finde, dass der unfassbar gute Tools hat im Doppelkampf und darüber hinaus auch noch ein Pokémon ist, was offensiv gesehen nicht viele Moves braucht. Also selbst im Single spielt man den ja meistens mit Triplette und oft dann noch einen Spukball dazu. Und das reicht ja in vielen Fällen schon einfach, weil der mit der Anpassung und seinem Normal Stab einfach so viel Damage macht, dass das Coverage irgendwie fast kaum nötig ist. Und so viele Mons gibt es jetzt auch nicht unbedingt, die den Normalhit resisten. Ich glaube, auch in unserem Team gibt es da nicht sonderlich viel. Wir können da einmal ganz kurz rüber gucken. Aber X-Bad, Raikou, Keldeo, Kurelei, Kangama, Gortrom, Mamutel, die werden alle neutral getroffen. Ebenso wie Morbites und Tandrak. Wir haben nur Heatran und Zubiris dagegen. Und wenn er da Spukball mitnimmt und halt einen Partner daneben stehen hat, der Heatran ein bisschen besser treffen kann oder halt den Fokusstoß spielt, dann sieht das relativ fein aus. Aber in den allermeisten Fällen braucht er halt eigentlich nur seinen Normal-Move. Und dann hat der, das ist ein Porygon, Porygon 2 kennt man im VGC, dann hat der super viele verschiedene Moves, die da kommen könnten und helfen könnten. Wir haben den Schmarotzer, um physische Angreifer nochmal zu nerven. Wir haben die Donnerwelle mit dabei für die Speed Control. Wir haben sowas wie Trickbetrug, ne? Also der kann Walschall spielen und dann einfach böllern oder auch Walschall Trickbetrug einfach mal einsetzen. Ist eine Möglichkeit. Der kann den Bizarro Raum rausholen. Der hat Seitentausch als Option. Und jetzt wird es langsam richtig cool, denn der hat auch noch viele Möglichkeiten, um Damage und auch Speed zu kontrollieren. Und zwar einmal mit den Mystowellen, die wieder den Spezialangriff um 2 Stufen senken beim Gegner. Was gerade zum Beispiel gegen Heatran ein guter Coverage-Move dann wäre. Also spielst du halt Normal Stab plus Spukball und gegen Heatran dann die Mystowellen. Ist halt sau nice. Und dann kannst du dich auch noch ganz gerne dafür entscheiden, was für eine Form von Speed Control du spielen willst. Donnerwelle, Elektronetz mal wieder. Eissturm hat er auch noch, also du kannst dich sogar entscheiden von Matchup zu Matchup, was finde ich hier besser? Finde ich hier Elektronetz besser, weil das noch ein paar Mons sehr effektiv mitnimmt? Oder gibt es dann Boden-Pokémon und ich will lieber mit Icy Wind überall diesen Speeddrop drauf haben? Das sind Optionen, aber der hat sogar auch noch Initiative-Tausch, was auch sehr geil ist. Der hat natürlich nicht den geilsten Speed für einen Initiative-Tausch, aber ja, keine Ahnung, wenn man mit Meistergriff Initiative tauscht und der dann so schnell ist wie ein Porygon Z, ist das schon ganz nett. Also jetzt im speziellen Fall bei uns wäre Porygon Z zumindest so schnell wie Kangama und würde damit also safe Gortrom, Mamutel, Heatran, Morbites, Zubiris und Tandrak outspeeden. Und das würde so einem Meistergriff mit Heiß Orb auf jeden Fall nicht schlecht zu Gesicht stehen. Deswegen ein Pokémon, mit dem man rechnen muss, aber was Kusha, glaube ich, noch nicht so wirklich auf dem Schirm hat oder das momentan noch nicht so fühlt, noch nicht so warm geworden ist mit dem. Ja, dann kommen wir zum nächsten Pokémon, das ist Milotic. Milotic sehe ich relativ safe mitkommen wiederum. Der kann sowas wie Spiegelcape haben, kann Breaking Swipe haben. Das ist der Drachenmove, der den Angriff von beiden Gegnern um eine Stufe senkt und gleichzeitig ein bisschen Schaden macht. Ist eigentlich ganz cool. Auch der könnte Wirbler haben. Der kann Dampfwalze haben für die Speed Control wieder. Der könnte Hypnose spielen, ist ein bisschen glücksbasierend, aber gerade zusammen mit einem Fehlschlagschutz oder sowas, finde ich, ist das sogar ein legitimes Set. Generell, ne? Wer bin ich, dass ich sage, dass Hypnose kein legitimes Set ist, auch wenn man es ohne Fehlschlagschutz spielt. Und natürlich der Eisturm ist mit dabei und auch Begrenzer können die hier gespielt werden. Milotic sehe ich relativ safe mitkommen, weil der einige Mons von uns relativ gut abfangen kann
Und dann eben im Doppelkampf auch den nötigen Support für den Partner raushauen kann, der dann halt ein gutes Matchup zum Beispiel gegen Keldeo hat. Haben wir ja gerade so ein bisschen im Singles erklärt, ne, dass Milotic nichts gegen Keldeo macht. Aber Milotic kann hier supporten. Und das Pokémon, was supported wird, kann was gegen Keldeo machen. Ja, damit kommen wir zum Pokémon, was ich wirklich zu 100% ausschließen würde, weil ich den im Doppelkampf nicht so sehr fühle. Zumindest nicht in dem Team von Downy und Kusha. Wenn man hier irgendwie Support in Form von Regentanz oder sowas reinbringen würde, dann würde ich sagen, ist Kabutops auch eine gute Option generell im Doppelkampf. Der hat halt seine üblichen Moves und nicht so super viele Support-Moves. Und ich glaube, der würde, wenn er mitkommt, auch nicht supporten wollen. Er hat die Wasserdüse als Prio, er hat die Offenlegung einmal, er hat Eisturm, er hat Silberblick, er hat Metallsound, was auch wieder Spezialverteidigung um 2 Stufen senkt, und Kreideschrei, was die physische Verteidigung um 2 Stufen senkt. Ja, aber wenn der mitkommen sollte, womit ich wirklich nicht rechne, weil wir unter anderem auch Gortram haben, der den halt einfach zum Mond schallert, ja, dann glaube ich nicht, dass der supportend unterwegs sein wird. Ja, dann kommen wir zu den etwas defensiveren oder langsameren Pokémon. Da haben wir zum einen Kagurón. Kagurón kann sehr gut auf jeden Fall wieder mitkommen, weil der halt von fast allem irgendwie was lebt. Natürlich gegen Heatran und Raikou, die, also Heatran sah im VGC bisher oder im Doppelkampf bisher immer sehr gut aus. Und gegen Raikou, der jetzt in diesem speziellen Matchup sehr gut aussieht, fühle ich Kagurón nicht so mega, aber gegen das restliche Team ist der sehr, sehr solide und kann sehr, sehr viel machen. Hier habe ich auch wieder einen Move dick markiert, ne, fett markiert. Und zwar ist das der White Guard, der Rundumschutz, der hier eine Option sein kann. Denn wir haben mit unserem Heatran ja immer Eruption gespielt. Meistens sogar Eruption Hitzewelle. Und wenn du dann Rundumschutz hast und so einen Split-Move einfach easy blocken kannst für dich und deinen Partner, kann das halt sehr, sehr gut sein. Müssen wir auf dem Schirm haben. Vor allem, weil Meistergriff, das nächste Pokémon, über das wir gleich reden, ebenfalls Rundumschutz hat. Und auf einem der beiden, wenn nicht sogar auf beiden, predikte ich das definitiv. So, ja, Kagurón hat ansonsten noch Explosion, hat sowas wie Eisenabwehr, kann dann also auf der physischen Seite relativ bulky werden. Wie gesagt, ob das so der Play ist gegen Raikou, Heatran, glaube ich eher weniger. Egelsamen könnte da schon eher so ein Ding sein. Dampfwalze ist ganz okay, Metallsound ist wieder ganz okay und natürlich der Meteorstrahl, der dann Kagurón ganz, ganz schnell auch zu einer offensiven Gefahr nicht nur machen kann, sondern zu einer offensiven Bestie. Speziell wie physisch. Im Singles habe ich sehr ein physisches Set predicted mit Citrobeere, Akrobatik, Erdbeben und Ramboss. Und rein theoretisch würde das natürlich auch im Doppelkampf funktionieren. Alles, was im Singles funktioniert, kann auch im Doppelkampf funktionieren. Wenn man gerade den richtigen Supporter daneben stellt, vielleicht sogar manchmal ein bisschen besser. Deswegen, ja, ich denke eher, es wird ein defensiveres Kagurón sein, aber wir dürfen den Damage-Output auf jeden Fall nicht unterschätzen von dem Jungen. Ja, damit kommen wir zu Meistergriff. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen, außer dass ich auch glaube, dass der mitkommen wird, weil der sehr, sehr nervig ist. Der hat eine starke Priorität, der hat eben Rundumschutz und der hat theoretisch Coaching. Da der aber so langsam ist, keine Ahnung, erwarte ich das nicht. Aber ich finde, Kusha hat so zwei Möglichkeiten, in die er gehen kann. Entweder einmal so ein bisschen in die Speed-Control-Richtung oder in die Bizarro-Raum-Richtung wieder so ein bisschen, weil er ja da Zytomega mit Bizarro-Raum hat. Und wenn Zytomega dabei ist, dann wird, glaube ich, ziemlich sicher auch Meistergriff mit dabei sein. Wenn er eher so in die Defensive oder Speedy-Option geht, dann ist Meistergriff meiner Meinung nach immer noch eine gute Option, aber dann wird er schon ein klein wenig unwahrscheinlicher. Insgesamt rechne ich aber schon mit dem. Ja, letztes Pokémon oder vorletztes Pokémon ist Pipi. Natürlich, Pipi, ihr kennt es, Freundeshut, steigert die defensiven Werte der gegnerischen, der Partner-Pokémon, beziehungsweise reduziert den Schaden der gegnerischen Pokémon. Hat einige sehr, sehr nervige Moves. Ich habe mir natürlich dick markiert Spotlight, logischerweise, kann der alles von uns rüberziehen. Und das ist halt gerade eine nervige Kombination mit Rundumschutz, weil ansonsten könnten wir Spotlight so ein bisschen umgehen, indem wir Eruption beispielsweise drücken. Wenn wir das aber machen und ein Kagurón daneben steht, kann stattdessen auch Kagurón einfach Rundumschutz drücken und dann bringt uns das auch nichts. Das heißt, da kommen wir manchmal in sehr unangenehme Predict-Situationen und vielleicht overpredicten wir dann und verlieren sehr viel und da kommt gar kein Rundumschutz. Und wir gehen für Flammenwurf beispielsweise und dann geht Kagurón einfach für Erdbeben. Wäre halt ein bisschen ungünstig. Eine weitere Option für Pipi ist auf jeden Fall auch die Heilwoge, das heißt, gerade die dickeren Pokémon, Milotic, Kagurón, Meistergriff, Zytomega, einfach wieder 50% hoch zu healen, sehr, sehr angenehm. Und dann hat Pipi noch eine Menge anderer Optionen, sowas wie Zugabe, was halt mit langsamen Pokémon immer ein bisschen schwierig ist, aber im Bizarro-Raum wird das zu einer richtig guten Option. Dann halt verschiedene Speed-Optionen wie Donnerwelle und Icy Wind wieder, ne, der Eissturm, das sind Optionen.
Im Bizarro-Raum selbst kann der dann auch theoretisch sowas machen wie Galanterie, weil Pipi super langsam ist und dann im Bizarro-Raum halt super schnell. Deswegen Galanterie auf jeden Fall so ein Ding. Dann gibt es noch den Seitentausch, den man so ein bisschen auf dem Schirm haben muss. Die Trugträne, die die Spezialverteidigung um 2 Stufen senkt. Und auch hier wieder theoretisch Begrenzer, was nervig für bestimmte Pokémon in unserem Team sein könnte. Aber ist eher etwas, womit ich weniger rechne. Begrenzer sehe ich generell im Doubles eher weniger. Ja, und letztes Pokémon ist dann noch Zytomega. Auch hier haben wir Zugabe, Donnerwelle, Trickbetrug, den Bizarro-Raum natürlich drauf. Auch der kann Galanterie, das ist sehr cool, weil der Bizarro-Raum rausholen kann und dann Galanterie im Bizarro-Raum einsetzen kann und das langsamste Pokémon von Kusha ist. Wobei der dann meistens natürlich selbst ballern möchte, aber wenn er mal nicht ballern kann, weil da irgendwas steht, was den so ein bisschen auffällt, dann kann er auch einfach mal sagen, Brudi, du bist zwar jetzt eigentlich nicht für den Bizarro-Raum ausgelegt, aber dich mache ich mal super schnell. Lieber Lo zum Beispiel. Weiß ich immer noch nicht, Bizarro-Raum, Galanterie erwähne ich oft, aber ob das wirklich eine Option ist, sei mal dahingestellt. Und zu guter Letzt kann der dann auch noch Seitentausch und das ist so im Großen und Ganzen das Team von Kusha. Ja, was erwarte ich, was mitkommen wird, ist vielleicht jetzt noch ein wichtiger Punkt. Und das ist mir gar nicht mal so leicht gefallen. Also, ich würde sagen, Libalo ist eines der gesetztesten Pokémon, zusammen mit Togedemaru, Milotic und Kagoron. Ich glaube, diese 4 sehe ich relativ safe mitkommen. Und dann geht es schon in eine ganz interessante Richtung. Ich erwarte Meistergriff schon sehr stark. Gerade mit Zytomega zusammen wäre das ganz gut. Also diesen 6er-Core könnte ich beispielsweise sehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass eben eher so in Richtung Demeteros-Meistergriff gegangen wird. Oder Demeteros-Piondragi. Pipi habe ich auch noch gar nicht aufgezählt, ne? Pipi sehe ich eigentlich auch als sehr wahrscheinlich an. Also für mich ist es sehr schwierig, hier auf 6 Pokémon einzugrenzen, um ehrlich zu sein. Deswegen kritisch. Also am ehesten würde ich sagen, Libalo, Togedemaru, Milotic, Kagoron, Meistergriff, Pipi. So von den Einzel-Pokémon her. Aber alles andere könnte theoretisch auf jeden Fall auch mitkommen. Ja, das soweit meine Einschätzung dazu. Und jetzt kommen wir zu unserem Team. Und dieses Team ist, wie ich glaube ich am Anfangs erwähnt habe, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir darüber schon geredet haben. Vielleicht habe ich das nur so im Kopf vor der Aufnahme überlegt zu sagen. Ich weiß es nicht. Unser Team ist auf jeden Fall relativ cool geworden, würde ich behaupten. Zumindest die erste Hälfte finde ich sehr, 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 sehr nice und habe richtig Bock drauf. Ich muss aber auch zugeben, dass ich jetzt für dieses Team nicht so super viel Zeit rein investiert habe wie bei anderen. Das liegt nicht unbedingt daran, dass ich keine Zeit hatte oder sowas, sondern eher damit, dass ich sehr schnell sehr zufrieden mit dem Team war und ja, mich dann auch zufrieden gegeben habe und nicht mehr weiter nach Optimierungsmöglichkeiten gesucht habe. Ich glaube, dass das Team Kusha in der Theorie hart zerstören kann. Das Problem an den 2 Hauptstrats, sage ich mal, ist, dass wir bei der einen sehr abhängig davon sind, welche Pokémon Kusha mitnimmt. Und bei der anderen, und zu der kommen wir jetzt gleich, gibt es ein einziges Pokémon. Wenn das an einer bestimmten Stelle ins Match kommt, dann ist direkt over. Also dann wird diese Strategie so nur noch schwer umsetzbar sein. Sie kann dann noch umsetzbar sein, aber es wird uns das Match um 1000% erschweren. Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir zu dieser ersten Kombination an Pokémon. Und die hatten wir so tatsächlich schon einmal. Dieses Mal spielen wir sie ein klein wenig anders. Keldeo und Kangama. Beim letzten Mal, als wir diese Kombination zusammengespielt haben, haben wir Keldeo mit Coaching gespielt und Kangama mit dem reinhauenden Mogelhieb Zufluchtset. Dieses Mal spielen wir das, wofür ich Kangama unter anderem im Team haben wollte, dass wir einfach die Option haben, mit Prügler zu agieren. Und meiner Meinung nach ist Keldeo, Kangama die wahrscheinlich schlechteste, also auf dem Blatt Papier, schlechteste Prügler-Kombination. Denn normalerweise, ja, willst du irgendwie einen Mon verprügeln, was einen guten Angriff hat. Und Keldeo hat eine 72er Base. Das ist nicht sonderlich viel, wenn man ehrlich ist. Also da gibt es andere Pokémon in dieser Liga, wie Akani, wie Terrakium, Kobalium wurde glaube ich nicht gepickt, aber Viridium und sowas, die da auf jeden Fall mehr Angriff haben und so weiter und so fort. Und der zweite Teil dieser Kombination ist natürlich das Prüglermon und das sollte im Optimalfall
schneller sein als das Mon, was geprügelt wird. Weil ansonsten greift das ja einmal an und wird dann erst geprügelt und hat dann erst seinen Damage-Output. Und das macht ja irgendwie auch relativ wenig Sinn. Und beide Faktoren haben wir nicht gegeben, weil Kangama halt langsamer ist. Das heißt, ich würde sagen, das ist eine absolut unperfekte Kombination, die wir hier haben. Aber was ich sehr wichtig finde daran oder was sehr nützlich und was sie sogar zur besten Kombination machen könnte, ist der Überraschungseffekt. Weil die Kombination so schlecht ist im Vergleich zu anderen Prüglerstrategien, die jetzt selten so den Auto-Free-Win geholt haben. Die waren schon oft nicht schlecht, aber die gehen auf jeden Fall nicht easy peasy durch. Der Vorteil dagegen ist, dass diese Kombination vielleicht die meisten gar nicht so richtig im Kopf haben. Und das ist etwas, worauf ich pokern kann, worauf ich nicht pokern sollte, aber worauf ich pokern kann, ja? Und zumindest wenn man in der Team-Preview die beiden erstmal sieht, muss man die erstmal im Lead erkennen und muss dann auch erkennen, dass es die Prügler-Strategie sein könnte und muss dementsprechend dagegen agieren. Davor habe ich natürlich große Angst, weil Kusha eine wirklich gute Möglichkeit hat und das ist Pipi, um das Ganze aufzuhalten. Warum Pipi? Naja, das Problem ist, Pipi kann halt einfach Spotlight drücken und dann geht der Prügler von Kangama auf Pipi. Und ja, die Sache hat sich dann mehr oder weniger erledigt. In dem Fall müssen wir anders spielen. Zu dem Fall kommen wir dann aber auch gleich. Lass uns vorher vielleicht erstmal den Fall durchgehen, den wir im Optimalfall auch durchbekommen. Und zwar ist das Wahlschall Kangama, damit wir eben schneller sind als Keldeo, mit Prügler auf unser Keldeo mit Redlichkeit. Ne? Und dann kommen 6 Hits drauf. Das wird eine lange Animation werden. Aber wenn es eine lange Animation wird, dann sieht es so aus, als hätten wir es geschafft. Und wir hauen damit Keldeo auf plus 6 Angriff. Und wie ihr vielleicht jetzt auch schon aus den Singles-Matches gesehen habt, ist Keldeo relativ bulky unterwegs, okay? Und da wir jetzt auch noch die Akibeere als Item spielen, die sich aktiviert, wenn wir von einem physischen Hit getroffen werden, gehen wir natürlich auf plus 1 physische Verteidigung. Und dann sieht Keldeo plötzlich relativ nice aus. Denn wir spielen so viel Speed. Und da muss ich gerade meine Speed-Tabelle wieder aufmachen. Die habe ich eben geschlossen. Wir spielen so viel Speed, dass wir ein Togedemaru auf jeden Fall outspeeden können. Hartes Libalo wollen wir nicht outspeeden. Also würde ich natürlich super gerne outspeeden wollen. Aber ist gar nicht so unbedingt nötig aufgrund eines bestimmten Fakts. Und deswegen wollte ich einfach ein bisschen mehr Bulk haben, dass wir gerade von diesem plus 1 Verteidigungsboost, den uns Keldeo raus oder den uns Kangama geben kann, indem es die Beere triggert, wollte ich davon auf jeden Fall möglichst gut profitieren und spiele deswegen 92 EVs in den KP. Der Rest geht in den Angriff und 164 Speed plus Initiative Wesen, ne, um eben auf den Speedwert zu kommen, den wir brauchen. Ja, und unser Moveset ist jetzt relativ simpel. Wir haben einmal den Schutzschild. Um unter anderem den Mogelhieb von einem gewissen Pokémon namens Togedemaru zu wallen. Auch Togedemaru wäre nicht ganz optimal für diese Kombination. Da muss ich mir dann sehr überlegen, ob ich Schutzschilden möchte oder nicht. Hängt dann, glaube ich, vom Partner-Pokémon ab. Wenn da beispielsweise Togedemaru plus Milotic kommt, dann muss Keldeo keine große Angst davor haben, denke ich mal, dass der hier geflincht wird. Dann protecten wir nicht, hauen mit Prügler Kangama drauf, dann ist er schon mal plus 6. Klar, Kusha hat dann einen Turn mehr, in dem er reagieren kann und noch keinen Mon verloren hat, aber ist, glaube ich, besser, als dann zu Schutzschilden und mit Kangama irgendwie, keine Ahnung, irgendwo rauf zu prügeln. Erstmal beim Gegner. Das kann Sinn machen, weil Togedemaru natürlich sowas wie Focus Gold oder Robustheit haben könnte. Das wäre ein Ding, aber ja, eher unwahrscheinlich. Ja, und unsere restlichen drei Moves sind halt die Wasserdüse, der Fußkick, glaube ich. Low Kick ist, glaube ich, Fußkick. Und den Aqua-Durchstoß. Und das Schöne jetzt an der Kombination ist, dass ich erstens kurzzeitig wirklich überlegt habe, ob ich Sancto-Klinge spielen möchte. Weil Nahkampf ist natürlich stärker als Sancto-Klinge, logischerweise. Bringt uns aber Drops, ne, in Verteidigung und Spezialverteidigung. Und dadurch werden wir halt immer weniger bulky und werden immer aufhaltbarer. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und deswegen habe ich mir die Sancto-Klinge angeguckt. Die Sancto-Klinge macht aber gegen sowas wie beispielsweise Milotic nicht genügend Schaden. Selbst wenn wir auf plus 6 sind. Also kann sie, glaube ich, wenn das jetzt eher nur Full-KP-Milotic ist, aber sobald er auch nur ein bisschen physisch-defensives Investment hat, wird es da ganz, ganz schwierig werden. Das Schöne ist, wir haben tatsächlich einen Midground-Move mit diesem Fußkick, denn Fußkick ist ja abhängig vom Gewicht. Und das Schöne ist, wir treffen mit dem Wasser-Move, ne, also mit unserem Aqua-Durchstoß, fast alles im gegnerischen Team, neutral bis sehr effektiv, lediglich Milotic nicht. Und gegen Milotic ist der Fußkick sehr in Ordnung,
weil Milotic relativ dick ist. Milotic wiegt, keine Ahnung, irgendwie so 160 Kilo oder sowas, was mich sehr überrascht hat. Und damit nimmt Fußkick fast die maximale Stärke an und ist ein 100er Stärke-Move. Auch gegen Kagoron können wir den übrigens einsetzen, weil er da sogar 120er Stärke hat und damit stärker ist als Aqua-Durchstoß. Also gegen einige Pokémon bringt uns das da auf jeden Fall was. Und wir treffen natürlich auch ein, zwei Pokémon sehr effektiv. Ja, müssen auf jeden Fall auf dem Schirm haben, welche Pokémon wir besser treffen mit dem Fußkick und welche weniger. Aber diese Kombination aus Fußkick und Aqua-Durchstoß sieht gegen das Team insane aus. Libalo, Wanted KO, Togedemaru, Wanted KO, Piondragi, Wanted KO, Demeteros auch Wanted KO, aber der Bedroher kann eine nervige Geschichte sein auf jeden Fall für uns, weil wir auf plus 5 gegen verschiedene Pokémon nicht mehr den safen Wanted KO bekommen. Porygon Z ist Wanted KO, Milotic ist sehr, 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 sehr wahrscheinlicher Wanted KO, selbst wenn er komplett physisch defensiv ist, kann Fußkick zu einer, glaube ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 75%igen Wahrscheinlichkeit oder so killen. Sobald wir aber einen Bedroher-Intus haben und nur auf plus 5 sind, wird das ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, Demeteros-T ist nicht so super festgesetzt. Kabutops Wanted KO, Kagoron, gleiches gilt, gleiches wie bei Milotic. Auch hier sehr, sehr wahrscheinlicher Wanted KO, aber auf plus 5 nicht mehr unbedingt. Meistergriff Wanted KO, PP Wanted KO, Zydomega Wanted KO. Ja. Und das kriegst du gar nicht mal so oft hin. Und das mit zwei Moves ist halt relativ strong. Und jetzt gibt es natürlich ein Problem und das ist Libalo, weil Libalo ist schneller und kann uns mit Zen-Kopfschuss echt eine Menge Schaden machen. Auch wenn wir eine Akibeere haben, aber ja, dagegen haben wir einfach die Wasserdüse mit dabei. Nochmal eine Prioritätsattacke. Das heißt, selbst wenn irgendwas Speed-Control-mäßiges passieren sollte, dass da halt Milotic plus Togedemaru stehen und wir kriegen nicht beide raus und einer setzt Elektronetz ein, einer setzt Eissturm rein, dann ist Keldeon natürlich langsamer als vieles, aber dann haben wir immer noch eine super schnelle Wasserdüse. Und natürlich auch noch die Möglichkeit, mit unserem eigenen Team irgendwie für Speed-Control zu gehen. Also, diese Strategy, wenn sie funktioniert, wenn nicht Pipi im Lead kommt, ja, und im Optimalfall auch nicht Togedemaru mit Mogelhieb, aber Pipi mit Spotlight viel, viel schlimmer, dann sieht das ziemlich crazy aus und kann ein sehr, sehr schnelles Match werden. Wenn es funktioniert. Was ganz funny ist übrigens, ist mir dann so aufgefallen mal, ist, dass Molly ja quasi Molly Weasley ist und Charlie ja Charlie Weasley ist, der ist quasi der Sohn von Molly, für die Leute, die Harry Potter nicht kennen. Und die Mutter verprügelt einfach ihren Sohn. Na gut. Ja, kommen wir vielleicht noch kurz zum restlichen Set von Kangama, obwohl das nicht so, ja, nicht so unfassbar wichtig ist in der Theorie. Also ein Move ist, glaube ich, noch sehr wichtig. Und das ist der Risikotackle, den wir für den Fall mit dabei haben. Erstens, dass Pipi im Lead ist, weil dann ist Spotlight sehr, sehr vorhersehbar. Und dann werden wir wahrscheinlich mit unserem Keldeo rausgehen und potenziell mit Kangama mit einem Risikotackle anfangen, Druck zu machen. Problem ist, dass wir leider, obwohl wir wirklich komplett Full Offense sind und das ein 120er Step ist, Pipi nicht ganz Tuit KO'en können. Das ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir können es, wenn der komplett speziell defensiv ist, aber zumindest, wenn er wieder ein bisschen physisch defensives Investment hat, wird es da auf jeden Fall wieder ganz, 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 ganz knapp werden. Aber ja, ist trotzdem, ist glaube ich trotzdem ganz gut, um eben Pipi zu breaken. Kangama sollte nicht so schnell fallen. Kangama können wir dann nochmal zurückrufen und dann vielleicht irgendwann mit einem geschickten Double-Switch Keldeo und Kangama neu reinbringen. Beispielsweise. Und dann wieder drauf prügeln. Je länger wir damit warten, desto mehr Pokémon verlieren wir natürlich und desto weniger wird Prügler dann letztlich ausrichten. Also wenn wir zwei Pokémon verloren haben, dann prügeln wir natürlich nur noch viermal drauf. Und auch Statusveränderungen, sowas wie Paralyse und sowas, zählt natürlich mit rein. Also dann kann man auch nicht mehr mit diesem Mon quasi prügeln. Und dadurch werden wir dann halt nicht mehr auf plus 6 kommen, sondern noch plus 5, plus 4, plus 3. Und damit wird das Keldeo-Set natürlich immer schlechter und schlechter. Deswegen Pipi im Lead und es wird kritisch, okay? Ja, dafür ist Risikotackle zum einen da, zum anderen natürlich werden wir auf Keldeo prügeln. Und danach im nächsten Turn wird Kangama sehr wahrscheinlich rausgehen. Es sei denn, der Prügler bringt uns irgendwas. Wenn da beispielsweise ein Zytomega steht oder so, dann machen wir damit wahrscheinlich trotzdem noch ganz soliden Schaden. Andererseits muss Charlie den eh aus dem Weg räumen, sonst räumt Zytomega Charlie aus dem Weg. Das wollen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ja, in den allermeisten Fällen gehen wir raus, bringen Kangama natürlich irgendwann wieder rein und dann soll Kangama natürlich für sich gesehen auch nochmal einen Impact haben. Und dafür ist der Risikotackle, denke ich, die beste Option, um dann nochmal ein richtig schnelles Pokémon zu haben, was richtig gut reinhauen kann. Unser Speed ist auch so gewählt, dass wir eben einen Punkt schneller sind als Libalo. Das heißt, wir sind das schnellste Pokémon mit Kangama. Zumindest im Vergleich zum gegnerischen Kader, im Vergleich zu
nicht anderen Wahlschall-Usern. Wenn da irgendwas eine Wahlschall trägt, logischerweise, ist es dann schneller. Ja, Rest habe ich dann in die KP gepackt für ein bisschen Bulky, Schmulky, ne? Ihr kennt es ja. Vor allem, weil wir uns Rückschuss machen, waren hier nochmal mehr KP, glaube ich, schon ganz wichtig. Zwei Moves spielen wir dann trotzdem noch auf Kangama und das ist einmal der Icy Wind, der Eissturm, den ich ganz gut fand, weil einen schnellen Eissturm zu haben, kann in verschiedenen Szenarien natürlich richtig, richtig wertvoll werden. Das kann geil sein für Keldeo, wenn der seine Initiative gedroppt hat und Kangama dann später irgendwann wieder reinkommt und dann nochmal einen richtig schnellen Eissturm raushauen kann, Keldeo dadurch wieder schneller wird und wieder viable wird und sowas, das kann auf jeden Fall passieren. Und dafür übrigens auch das Schutzschild auf Keldeo sehr wichtig, ne? Dass wir da vielleicht auch mal eine Runde stallen können, um dann irgendeinen Partner reinzubringen, der Keldeo wieder zum Laufen bringt. Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Und zum anderen haben wir dann auch nochmal die Schleuder mit dabei, die gleich zwei ganz coole Funktionen mitbringt. Nämlich erstens können wir, wenn uns der Wahlschall nervt, wenn wir uns nicht ganz entscheiden können, ist es jetzt Risikotackle, ist es Eissturm, wollen wir vielleicht doch nochmal prügeln oder sowas, dann können wir den Wahlschall einfach abwerfen und sind dann zwar nicht mehr sonderlich schnell, aber haben auf jeden Fall die Möglichkeit, unsere Moves zu wechseln. Und auf der anderen Seite ist Schleuder natürlich auch eine Unlichtattacke. Das heißt, wir können auch nochmal einfach unseren Wahlschall auf Keldeo schleudern, weil macht eh keinen Schaden gegen die Gegner. Und können Keldeo nochmal einen +1 Boost oben drauf geben. Sprich, wenn da eben Demetros kam mit einem Bedroher oder sowas und wir nur noch +5 sind, dann können wir den halt wieder auf +6 hochballern, damit er wieder Milotic und Kagoron killen kann. Also das ist auch nochmal eine kleine Mechanik, die ich ganz cool finde. Ich denke, Prügler werden wir 100%ig brauchen, Risikotackle zu 80% und Icy Wind und Fling, ne, also Schleuder und Eissturm, eher so zu 5%. Rechne ich wirklich nicht mit, dass wir diese Moves brauchen. Da habe ich auch nicht lange überlegt, sondern einfach so ein paar Filler-Moves reingehauen, die irgendwie Sinn machen könnten. Glaube ich nicht, dass wir die brauchen. Ja, das soweit zu dieser Kombination und ihr habt jetzt schon gemerkt, dass da so ein bisschen Probleme kommen könnten, nämlich Pipi mit Spotlight wäre sehr nervig und aber auch Demetros mit seinem Bedroher. Und wenn Pipi mit Spotlight dasteht, kann daneben natürlich ein Pokémon stehen, was dann in der Zeit irgendwas macht, was uns sehr nervt und das könnte zum Beispiel Zytomega mit dem Bizarro-Raum sein. Und das Team, was ich gebaut habe, die allererste Version davon, hatte große Probleme mit dem Bizarro-Raum. Und ich habe aber ein Konterset gegen Demetros gebaut. Und dann habe ich letzten Endes einfach versucht, dieses Set oder diese beiden Ansätze, Bizarro-Raum verhindern und Konterset gegen Demetros in ein Set und ein Pokémon zu verschmelzen. Und damit darf ich euch präsentieren, das vielleicht coolste Set an diesem Spieltag oder generell, was wir mitgebracht haben bisher in dieser Liga, Morbites. Und zwar spielen wir Morbites mit dem Zitterorb. Das bedeutet, wenn ein Bedroher auf uns raufkommt, bekommen wir +1 Speed. Wir spielen Unbeugsamkeit, das heißt, sofern wir einen Drop bekommen durch Elektronetz, durch Eissturm oder durch den Bedroher, kriegen wir +2 Spezialangriff, ist dieselbe Fähigkeit, die auch Milotic eben hat. Und wir spielen sehr, sehr viel Speed auf unserem Morbites. Das heißt, auf +1 Speed sind wir schneller als Libalo. Und sind dann das schnellste Mon auf dem Feld. Und wir haben dann den Psychoschock und den Donnerblitz, was im Großen und Ganzen reicht, um das gegnerische Team zumindest zu pressuren. Jetzt nicht komplett zu eliminieren, aber zumindest zu pressuren. Ja, also Libalo treffen wir hart. Wir treffen Piondragi mit dem Donnerblitz, okay. Togedemaru können wir ein bisschen anschippen. Demetros können wir den Psychoschock draufhauen. Psychokinese wäre übrigens besser gewesen. Psychoschock haben wir aber aus einem anderen Grund noch mit dabei. Porygon Z treffen wir sehr gut. Milotic treffen wir sehr effektiv. Kabutops treffen wir sehr effektiv. Kagoron treffen wir sehr effektiv. Meistergriff treffen wir mit Stab sehr effektiv. Pipi treffen wir okay mit dem Psychoschock. Und gegen Zytomega haben wir zumindest auch ein bisschen Chip, den wir rausballern können. Wir haben jetzt nicht den krassesten Spezialangriff, weil da nicht sonderlich viel Investment ist. Das meiste Investment geht in unsere KP, damit wir auch einen gewissen Bulk haben. Und unsere anderen zwei Moves sind jetzt aber auch nochmal sehr interessant. Und zwar ist das einmal der Bizarro-Raum. Wir wollen nicht Bizarro-Raum einsetzen, um selbst davon zu profitieren, sondern wir wollen den gegnerischen Bizarro-Raum damit umkehren. Ja, also für das Szenario Pipi und Zytomega stehen da. Und Pipi drückt Spotlight und Zytomega drückt Bizarro-Raum.
dann gehen wir auf diesen Move, auf diese Move-Kombination bereits in Morbitest rein, um dann im darauffolgenden Turn den Bizarro-Raum wieder umzukehren und dann halt wieder mit unserem Speed arbeiten zu können. Denn das ist das, was wir wollen. Es kann aber auch passieren, dass Morbitest bereits drin steht in dem Matchup und Zytomega dann reinkommt und seinen Bizarro-Raum drücken möchte. Und in dem speziellen Fall drücken wir Begrenzer, den wir heute mit dabei haben. Und Begrenzer habe ich euch ja eben schon erklärt in der Preview bei Kusha. Macht oder sorgt dafür, dass alle Moves, die wir können, kann der Gegner halt nicht mehr einsetzen. Und das bedeutet, ziemlich sicher wird Zytomega Bizarro-Raum haben, wenn es mit dabei ist. Und ziemlich sicher wird Zytomega Psycho-Schock über Psychokinese spielen, weil wir sowas wie Keldeo haben, sowas wie Raikou haben, sowas wie Tandrak haben, die alle besser in der speziellen Defensive sind, beziehungsweise... Ja, also Keldeo nicht unbedingt, aber könnte ja auch theoretisch sowas wie Offensivweste tragen oder sowas. Und dann ballerst du da mit einem Psychoschock, der die physische Defensive angreift, einfach besser durch. Und deswegen war ich mir sehr sicher, dass auf Zytomega Psychoschock mitkommt. Ja, und dass wir dann eben mit dem Begrenzer Bizarro-Raum und Psychoschock gleichermaßen blockieren. Und das könnte dann, je nachdem, wenn der noch irgendwie Genesung oder sowas spielen sollte, kann der plötzlich fast gar keine sinnvollen Moves mehr einsetzen. Und das ist eigentlich ganz cool. Und vor allem könnte es eine Nullrunde sein für ihn, wo er denkt, yo, ich drücke jetzt einfach Bizarro-Raum. In der Zeit killen wir dann PP oder whatever, ne? Und das kann einfach sehr geil funktionieren. So, und deswegen haben wir mit Morbitest einfach, was wir zum ersten Mal mit dabei haben in dieser Liga, so ein richtig nices Hybrid-Set. Also ich hatte vorher hier noch, glaube ich, den Spukball drauf, statt Trick Room Begrenzer und dann noch den Mogelhieb mit drauf, was auch sehr cool gewesen wäre. Aber dann, wie gesagt, haben wir ein bisschen zu viele Probleme gegen den Bizarro-Raum gehabt und deswegen dieses Hybrid-Set. Und das ist super geil, denn unser Plan sieht jetzt Folgendes vor. Zumindest, wenn wir Zytomega oder und Demeteros sehen im gegnerischen Team, dass wir halt mit Keldeo Kangama leaden. Kangama prügelt auf Keldeo. Keldeo ist plus 6 und dann gehen wir mit Kangama raus in Morbitest. Morbitest sollte das meiste tanken, was da kommt, zumal Keldeo wahrscheinlich so ein bisschen das Ziel des Ganzen sein wird. Und dann, wenn wir Morbitest und Keldeo nebeneinander stehen haben, haben wir eigentlich eine sehr geile Position. Warum? Erstens, ne, wir können diesen Bizarro-Raum verhindern, der Keldeo sehr nerven würde, wenn der rauskommt. Muss erstmal rauskommen irgendwie, da muss Kusha schon dann einiges anstellen dafür, wenn Keldeo überhaupt erstmal auf plus 6 ist. Aber auf der anderen Seite, wenn Demeteros reinkommt, um Keldeos Angriff zu senken, damit Milotic und Kagoron besser dastehen, dann triggert, klar, dann schwächt er auf der einen Seite Keldeo, aber triggert auf der anderen Seite die komplette Strategie von Morbitest. Gibt dem plus 1 Speed, plus 2 Spezialangriff und dann ist der halt das schnellste Mon auf dem Feld und macht richtig Druck. Und dann haben wir zwei Pokémon, die richtig Druck machen. Und dann ist auch egal, ob Milotic und Kagoron da irgendwie was überleben können von Keldeo, weil Morbitest einfach zusätzlich sehr viel Druck machen kann. Mit seinem Donnerblitz gegen genau diese zwei Pokémon. Und deswegen liebe ich diesen Dreier-Core so sehr, der aber dann eben sehr abhängig ist von dem, was passiert. Wenn am Anfang Pipi kommt, ne, dann ist die Charlie-Molly-Kombination nicht sehr nice. Wenn Demeteros nicht mit dabei ist, dann wird unser Zitter-Orb niemals aktiviert werden können. Unsere Unbeugsamkeit kann trotzdem aktiviert werden, aber wir werden halt nie sonderlich schnell werden mit Morbitest, was ein Problem ist. Und wenn natürlich Zytomega nicht mit dabei ist, ist der Bizarro-Raum plus Begrenzer zwei Moves auf Morbitest sinnlos. Dennoch glaube ich, dass wir mit diesem Hybrid-Set sehr viele Optionen von Kusha abdecken können. Und deswegen ist hier unsere Bellatrix dieses Mal mit dabei. Und außerdem, ne, will ich halt jedes Pokémon irgendwie mal einmal usen. Und den haben wir bisher noch nicht geused. Und in dem Matchup fand ich den wirklich richtig cool. Ja, und ich sage mal, das war so der interessanteste Part unseres Teambuildings. Dementsprechend kommen wir jetzt zu den nächsten Mons, die diesen Core nochmal unterstützen können. Und da haben wir einmal X-Bart und X-Bart hat hier ein relativ normales Set. Wir haben Rückenwind, wir haben Superzahn, wir haben den Sturzflug und wir haben den Verhöhner. Hier natürlich auch wieder Konzentrator als Fähigkeit, können also nicht geflincht werden. Und wir haben dieses Mal den spitzen Schnabel mit dabei, weil wir voll offensiv sind. Also wir spielen so viel Speed, dass wir wieder schneller sind als Libalo. Bisschen in die KP und den Rest in den Angriff. Weil wir mit diesem Investment und dem Sturzflug und dem Spitzenschnabel einen Meistergriff ziemlich sicher One-Hit KO'en können sollten. Wenn der Full KP ist, was er ja sehr wahrscheinlich sein wird, ne, dann killen wir den safe.
Und das ist ziemlich cool. Und ich glaube, auch gegen Pipi machen wir 50%. Und gegen sehr, 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 sehr viele Mons machen wir sehr, 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 sehr viel Schaden. Gegen Libalo, Piondragi, Demeteros Bedroher hat keine Wirkung auf uns. Porygon, Milotic, Meistergriff, wie gesagt, Pipi, Zytomega. Die sollten alle so um die 50% bekommen. Und das ballert hardcore rein. Und die Mons, die wir halt nicht so gut treffen, Togedemaru, Kagoron, da können wir einfach einen Superzahn drauf drücken. Dann sind die auf 50%, was sehr geil ist, weil potenzieller Fokusgurt von Togedemaru gebrochen ist. Oder die Robustheit, auch wenn ich Robustheit absolut nicht sehe, weil ich glaube, Raikou hat ein sehr, sehr geiles Matchup hier dieses Mal und er wird den Blitzfänger definitiv mitnehmen. Ja, und allein diese Kombination aus Superzahn und Sturzflug halt wieder sehr geil. Rückenwind logischerweise sehr geil, damit können wir halt sowas wie Morbitest dann doch nochmal unterstützen, auch wenn der halt nicht so super viel Impact haben wird, wenn seine Unwirksamkeit nicht getriggert ist, ne? Aber theoretisch wäre das nochmal eine Option. Können auch gegen die Speed-Optionen von Kusha ankommen. Und ja, das fand ich auf jeden Fall ganz geil. Beim und das war auch ein Set, was so pup entstanden ist. Dieser Teil des Sets. Was ein bisschen schwieriger war, war der vierte Move, denn da hatte ich so zwei Optionen, für die ich gehen konnte. Zum einen den Verhöhner, den wir jetzt letztlich spielen, und zum anderen Auflockern. Weil die Giftspitzen sind halt ein Ding und Giftspitzen könnten halt mitkommen. Und wenn ihr euch unser Team bisher anguckt, dann würden zumindest Charlie, Molly und Morbitest davon betroffen sein, in der Theorie. In der Praxis habe ich das Ganze dann aber ein bisschen durchdacht und mir gesagt, boah, weiß ich gar nicht, ob Giftspitzen so fatal gegen uns wären. Weil wir wollen ja mit Charlie und Molly leaden. Und wenn wir mit den beiden leaden und Kusha, wenn er Giftspitzen mit dabei hat, wird er die, denke ich, relativ früh raushauen wollen. Ja, legt die dann halt, aber dann sind ja zwei Pokémon, die von den Giftspitzen getroffen werden, bereits im Matchup drin und werden dann halt nicht vergiftet. Zumindest, sofern wir drin bleiben können. Ja, und wenn er Giftspitzen legen möchte im ersten Turn, dann senkt das die Wahrscheinlichkeit für Pipi natürlich schon mal auf jeden Fall, weil ein Slot dann ja durch Piondragi belegt ist. Ne? Das heißt, das macht, dann haben fünf andere Pokémon das Ziel, auf diesem zweiten Slot quasi zu landen. Und es ist mehr oder weniger eine 20% Chance, nur noch, dass Pipi da steht. Ist natürlich nicht ganz so simpel, aber mal runtergebrochen. Ja, und X-Bud ist eines der vier Pokémon, die wir dann noch haben, die halt von den Giftspitzen gar nicht getroffen wird. Und dementsprechend fand ich dann Giftspitzen, wenn sie mitkommen, natürlich nervig, logischerweise, die sind echt gut im Doubles. Aber ich glaube, sie waren verkraftbar. Und den Verhöhner fand ich einfach in vielen verschiedenen Szenarien sehr gut. Zum einen kann ich damit, wenn Piondragi und X-Bud sich gegenüberstehen sollten, kann ich damit ja auch einfach Verhöhner auf Piondragi drücken. Muss das Matchup natürlich zustande kommen, aber dann kann ich die Giftspitzen so verhindern. Je nachdem, wie weit wir fortgeschritten sind in dem Match, werde ich das dann vermutlich auch tun. Ich kann aber auch Milotics Genesung verhindern, ich kann Kagurons Egelsamen verhindern, ich kann alles von Pipi verhindern. Klar, der drückt einmal Spotlight, aber danach kann er das nicht mehr. Und der wird wahrscheinlich mindestens drei Support-Moves spielen, wenn nicht sogar vier. Ich kann Zytomegas Bizarro-Raum verhindern, ne, falls Morbitest schon gefallen ist oder wir das gar nicht erst zulassen wollen, dass wir das ganze Ding invertieren müssen und. Und das kann eigentlich sehr, sehr cool sein, würde ich jetzt mal grundsätzlich behaupten. Und deswegen habe ich mich hier für den Verhöhner über Auflockern entschieden. Übrigens, der Sturzflug kann Libalo leider, glaube ich, nicht ganz Wanted KO'en. Das wäre noch sehr, sehr cool gewesen. Aber ich glaube, der macht nur so 90%. Ja, dementsprechend leider ein bisschen schade. Aber vielleicht critten wir einfach durch. Dann passt das auch. Das wäre nämlich noch sehr, sehr geil gewesen, wenn wir mit unserem schnellsten Mon, das schnellste Mon von Kusha, einfach Wanted KO'en könnten. Aber funktioniert leider nicht ganz. Hätten wir Band spielen müssen und Band war es hier leider nicht wirklich. Aber ich fühle es sehr, dass wir offensives X-Bud mit dabei haben. Ja, und der Rückenwind, wie gesagt, ne, unsere Pokémon können davon bisher so ein bisschen profitieren, aber eigentlich sollen davon zwei andere Pokémon profitieren und zu denen kommen wir jetzt. Unser vorletztes Pokémon, oh Wunder, es ist Heatran. Hey, Heatran auch wieder sehr, sehr geil, weil der halt gerade so Pokémon, die X-Bud nicht trifft, nämlich Kagoron und Togedemaru, ja, die kann der halt einfach mit Eruption easy peasy, matschneasy, wheezy wegballern. Das ist eine sehr coole Kombination, mal wieder. Und gerade auch die Kombination aus Superzahn und den Moves, die wir auf Heatran spielen, sollte eigentlich auch fast immer irgendwie einen Kill holen können. Oder zumindest die Kombination aus Superzahn, Schrägstrich Sturzflug und einem Move von Heatran sollte einen Kill holen können. Denn wir spielen hier einmal Schutzschild ganz normal, wir spielen die Eruption, ne, Classic, und wir spielen den Flammenwurf, wenn Kagoron steht.
wäre es wahrscheinlich sinnvoller, direkt den Rundumschutz zu predikten, weil ich mir sehr sicher bin, dass der mit drauf sein wird und direkt für den Flammenwurf auf Kargoron zu gehen. Das wäre ganz cool. Killt, glaube ich, nicht safe. Kann auch eine Antifeuerbeere oder sowas drauf sein. Aber zusammen mit dem Superzahn haben wir, denke ich, eine sehr, sehr gute Chance, den da einfach rauszunehmen. Und das ist halt ziemlich, ziemlich geil, wenn wir mit so einer Duo-Kombination einfach immer wieder Kills forcen können. Ihr merkt, ich bin riesiger Fan von Superzahn geworden. Ja, und dann haben wir noch den Solarstrahl in Kombination mit dem Energiekraut am Start, damit wir auch ein Milotic sehr wahrscheinlich One-Hit-KO'en können. Es kann halt sein, dass er speziell defensiv daherkommt, um eben Heatran zu checken. Und dann wird der Solarstrahl sehr wahrscheinlich nicht mehr 50% machen, was ein bisschen traurig ist, weil es ist ein freaking Solarstrahl mit einer 130er Spezialangriff-Base, aber dann wird es schwierig, tatsächlich. Und was auch noch sein kann, ist das Item auf Milotic. Das könnte sehr, sehr gut natürlich eine Anti-Elektrobeere gegen sowas wie Raikou sein, aber Anti-Pflanzenbeere ist vermutlich sogar noch wahrscheinlicher, weil ansonsten halt immer Gortrom rein kann und richtig, richtig Druck auf den Slot machen könnte. Und eventuell möchte man das verhindern mit einer Anti-Pflanzenbeere. Und man deckt, wenn Kusha das mit auf dem Schirm hat, natürlich auch nochmal den Solarstrahl beziehungsweise auch die Naturkraft ab, die man ja bei Blocky jetzt im Singles gesehen hat. Zum Zeitpunkt, als der Kampf ausgetragen wurde, hatte man das noch nicht gesehen. Das heißt, das ist etwas, wo ich eher weniger davon ausgehe, dass Kusha Naturkraft auf dem Schirm hätte im Teambuilding. Und spätestens im Match würde er ja eh sehen, dass wir Gortrom gar nicht dabei haben. Kleiner Spoiler fürs letzte Mon, Gortrom ist nicht mit dabei. Ja, genau. Und deswegen finde ich die Kombination aus X-Bart und Heatran eigentlich so sehr, sehr geil, weil wir damit fast alles breaken können. Ja, das ist ganz nice. Teilweise sogar zweimal uns gleichzeitig breaken können, wenn Eruption ein gutes Matchup haben sollte. Mochte ich sehr gerne. Wir spielen Feuerfänger mal wieder über Flammenkörper, weil ich finde, es ist einfach die bessere Doubles-Fähigkeit. Im Singles ist es oft gut, um Kehrtwenden und sowas abzufangen, aber die kommen halt im Doubles gar nicht so oft mit. Und wir können natürlich den Feuermove von Libalo abfangen, was ganz geil sein kann. Also wenn da, weiß ich nicht, X-Bart steht, Morbitest steht und dann ist vielleicht der beste Move, den Libalo hat, der Feuerball, dann könnten wir Heatran reinwerfen. Und allein den in the back zu haben, kann Kusha dann auf jeden Fall auch wieder zu einer kleinen 50-50 treiben, die, denke ich mal, ganz okay ist. Ich sehe gerade, dass ich hier einfach 8 EVs nicht verteilt habe auf Heatran. Das ist natürlich interessant. Fehler passieren. Hoffen wir, dass es nicht gemerdert hat. 8 EVs fehlen. Schlampig. Na gut. Ja, das soweit zum vorletzten Pokémon. Und damit kommen wir zum allerletzten Pokémon. Und ja, das habe ich heute schon sehr oft in den Mund genommen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, wenig überraschend. Wir spielen Raikou ebenfalls mit Konzentrator. Das heißt, wir haben 3 Konzentrator-Mons mit dabei, die nicht geflincht werden können. Mit Kangama, mit X-Bart und mit Raikou. Und Raikou, wie gesagt, hat ein richtig, richtig, richtig geiles Matchup. Allein Elektro sieht sehr, sehr nice aus. Weshalb ich ja eben glaube, dass Togedemaru mitkommt. Weshalb wir aber auch hier den Magnet spielen in Kombination mit dem Donnerblitz. Und auch mäßigem Wesen und so viel Speed, dass wir halt auf einen 321er Speed kommen. Womit wir dann gleich schnell sind quasi wie Keldeo. Oder zumindest gleich schnell werden wir Speed creepen auf das gleiche. Ne? Wir wollen beide Togedemaru outspeeden und damit das zweitschnellste Pokémon im Matchup sein. Ich habe mich dann aber dafür entschieden, dass ich Keldeo hier einen Punkt schneller mache als Raikou. Da bin ich mir gar nicht mehr ganz genau sicher, warum ich mich dafür entschieden habe. Also wie gesagt, ne, generell immer so ein Ding. Wenn du gleich schnelle Pokémon hast, leg eine Reihenfolge fest. Das sind 4 Punkte, die kriegst du irgendwo raus in den meisten Fällen. Und dann weißt du, wer zuerst angreift. Ich glaube aber einfach, dass es dafür ist, dass ich mit Keldeo irgendwas angreifen kann, wie Milotic. Und falls er dann doch unerwartet überleben sollte, Raikou halt nachsetzt. Ansonsten geht Raikous Move halt auf ein anderes Target. Ich glaube, dass es grundsätzlich dafür zum Beispiel ist. Ja, auf jeden Fall wichtig, eine Reihenfolge festzulegen. Yes, yes, yes. Genau. Das dann zu Raikou, Schutzschild, Donnerblitz. Und dann haben wir natürlich noch Coverage-Moves in Form von Siedewasser und Aurasphäre. Siedewasser ist vor allem für Demetoros da. Aurasphäre ist vor allem für Togedemaru da. Alles andere treffen wir mit unserem Elektromove, glaube ich, neutral. Libalo, Pyondragi, Porygon Z, Milotic sogar sehr effektiv, Kabutop sehr effektiv, Kargoron sehr effektiv. Meistergriff treffen wir neutral, Pipi treffen wir neutral, Zutomega treffen wir neutral. Ja,
Also für die Mons ist das Ganze halt, ne? Also es kann natürlich auch bei Demetros wieder eine Antiwasserbeere drauf sein, wie das bei Downy gegen Blocky der Fall war. Logisch, Burn wird auch wahrscheinlich nicht so viel bringen, weil eben Demetros natürlich speziell sein kann. Aber trotzdem ist es natürlich wichtiger Damage. Gerade, stellt euch vor, auch hier wieder steht einfach X-Bad daneben, drückt Superzahn. Dann kann sie das Wasser easy peasy killen. Selbst mit der Antiwasserbeere wird es dann wahrscheinlich schon gar nicht mal so easy werden. Zumindest wenn Demetros vorher schon ein bisschen Chip-Damage hat. Können auch einfach Sturzflug einsetzen, dürfte sehr guten Schaden machen von X-Bad. Ja, ne, und das gleiche gilt natürlich auch für dann sowas wie Togedemaru. Deswegen, diese Kombination aus X-Bad und Heatran oder X-Bad und Raikou finde ich sehr, sehr cool. Keldeo Kangama wird sehr, sehr scary werden. Morbites neben Keldeo stellen wäre sehr, sehr cool. Wenn aber jetzt beispielsweise Demeteros und Zytomega gar nicht mit dabei sind, könnten wir uns eventuell auch einen Wechsel in Raikou erlauben. Weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass wenn Kusha sieht, okay, da ist Prügler Kangama, Gewaltschalt, den greife ich jetzt an, unwahrscheinlich. Von daher kriegen wir, glaube ich, sehr, sehr safe ein Mon auf den Slot rein und können dann zum Beispiel sogar mit Keldeo protecten und plötzlich stehen da Keldeo und Raikou, die halt super crazy zusammen aussehen. Und selbst wenn Libalo das Pokémon, was schneller wäre, reinkommt, hätten wir eine Wasserdüse, um das nochmal aufzuhalten. Also wir haben die Möglichkeit, hier super, super krass viel Druck aufzubauen. Und das ist auch, denke ich mal, so ein bisschen unser Ziel. Ja, Leute, das war's zum Team. Schreibt gerne rein, was ihr davon gehalten habt oder was ihr davon gerade haltet. Glaubt ihr, das kann damit was werden oder nicht? Werden die Strategien aufgehen? Was nimmt Kusha letztlich mit? Das sind sehr, sehr viele Fragen und ja, eure Meinung dazu würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann sehen wir uns morgen um, glaube ich, also ist der zweite Kampf, ist es dann 15 Uhr? Ich glaube, es ist 15 Uhr. Wieder mit dem Kampf gegen Kusha. Drückt die Däumchen und bis dahin.